scheißegal. Für was er die eine Seite gesetzt, dann werden die ganzen Sachen dann dran gemacht. Ist doch egal. Fasern brauche ich. Ja, komm, Axt weg. Du farmst mir einfach Ressourcen und ich baue. Fundamente leg ich. Nein. Platzoptimiert, das bin immer noch ich. Jan wird kein Gebäude bauen. Weil, seien wir ehrlich, Jan ist absolut nicht platzorientiert. Das stimmt. So, erstmal Level. So, einmal wieder Resistenz. Das ist nur 100. Ja, 114, perfekt. Digga, ich hab gerade erforscht, jetzt hab ich wieder ein Level gemacht. Ja. So. Toll, einmal kurz verklickt. Ein paar Sattel kann ich doch erforschen, oder? Warte, wir sind in der Nähe von einem Eisbiom. Ja. Heißt eigentlich, es wäre gut, so Eisflüsse zu erforschen. Fels und so. Soll ich Holzfluss erforschen? Digga, wieso kriegen wir so viel Holz aus diesen Scheißbäumen? Wieso halten die so lange? Gut. Oh, Digga, oh, jetzt geht das ja wieder los. Freddy. Was? Ich habe jetzt was gemacht. Blut Transfusions-Set. Ja. Wenn du zur Heilung brauchst, kann ich dir mein Blut geben. Kriegsformel. Das ist die Wand eher hier. Warum Stein? Warum ein so teures Material? Weil es cooler aussieht als die als Werkstatt. Hey, ich dachte, wir machen so eine schöne Log Cabin, so schöne Holzstämme und dann oben so schönes Strohdach, so richtig schön Wikingermäßig. Das Haus wird eine 5x4 Fläche. Vorab. Okay. Na. Unser Wohnhaus, 5x4. Na, hallo? Obergeschoss. Jeder kriegt so ein kleines Zimmer, perfekt. Aber wir sagen dann halt auch einfach, die Sachen, die sich selber jemand in seinem Zimmer lagert, darf jemand anderes nicht nehmen. Ohne ja, sowieso nicht. Ich sag also das nur wegen Jan. Oh, ja, unwahr. Aber, Freddy, jeder darf, also keine Schränke dürfen in das Zimmer, weil sonst kannst du da einfach alles einlagern. Natürlich darf ein Schrank ins Zimmer, Alter. Ich würde eher sagen, eine Kiste. Quasi. Ist ja, ein Schrank ist ja Kiste. Ja, aber eine Kiste ist kleiner, passt nicht so viel rein. Ja und? Meine Brüder! Ich bin aber deine Schwester gerade. Gerasch hat sich doch verändert. Du bist die Frau. Also, nicht rumschreiten. Wie viele Fundamente fehlen hier noch? Zwei Fundamente, okay. Was brauchst du?
Ne, ich kann die machen, ich hab mir gerade geguckt. Also Böden hier, die zwei. Okay, mir fehlt Holz. Wie viele Böden hast du? Eins. Ich mach den letzten. Dann fehlt mir trotzdem Holz. Gut. Schön. Ich geh mal runter ans, an den Strand gucken, ob es da irgendwas zu sehen gibt. Haha, gibt's. Nein. Ja, hinter sich hat sich, hinter mich hat sich ein Schwarm, gefallen an Nüschlingen. Ich hab's rausgeschafft. Nimm doch einfach das Kanu, du Otto. Nee, ich will ja unter Wasser was gucken. Aber ich stehe hier gerade am Strand und die Qualle schaut mich hier so an. Ich schieße die Qualle jetzt tot, das heilen. Ich habe natürlich. Oh, da ist ein Megalodon vorm Strand. Ah, gut. Ich habe natürliches Gift bekommen. Cool. Hast du gerade eine Qualle gekillt? Jo. Mit Pfeil und Bogen. Ja, komm her. Digga. Haben wir eigentlich schon eine Werkbank oder so? Nee. Was brauchen wir denn für eine Werkbank? Keine Ahnung, ich frage ja deswegen. Junge, schickt es euch doch privat, Alter. Fuck doch nicht ab, das nervt langsam wirklich. Werkbank, ja. Ja, halt. Hm? Glaube ich. Nee. Doch. Ah, da. Metallbahn. Ja, wow.
Leder. Schmelzofen, aber den Schmelzofen auch in die Dings bauen? Ja, so oder so, hä? In die Werkstatt. Zwei Schmelzöfen, eine Werk... Hier, warte. Noch eine Werkbank. Zwei von diesen Nervern und dann halt haben wir noch Obergeschoss für Dingens. Hm? In der Werkstatt, zwei Geschosse. Ja. In der Werkstatt. Ja! Warum? Wie soll ein Fabrikator da reinpassen, du Otto-Kind? Den tun wir einfach nicht in die Werkstatt. Den tun wir einfach irgendwo außerhalb später dann schütteln. Ja, dann zwei. Ich brauche okay. Leder und Steine, dann kann ich einen Ofen bauen. Warte, gib mir dein Leder, gib mir einfach nur dein Leder, was du hast. Dann kann ich schon einen Schmelzofen machen. Steine habe ich alles. Auf 58, ich glaube, das ist sogar genau genug. Feuerstein, 5 Stück. Das ist ein Metallstein, bitte. So. Schmelzofen ist gefarmt. Platzierst du den? Egal, du kannst ihn auch platzieren. Ey, hier, Mann, du kannst ihn platzieren. Ich hab kurz vergessen, wie man Sachen droppt. Haben wir denn Metall? Ich hab 30 Metalle im Inventar, warum frage ich mich? Ja, eigentlich? Ja, same. Ich glaube, ich droppe ihn ab. Ich guck gleich vor. So, Metall. Ja, 34, hä? Scheiß drauf, befeuer den mit Stroh, Holz, egal was du hast, Hauptsache irgendwas. Weil Holz brauchen wir zum Farmen. Holz brauchen wir zum Bauen, meine ich. Hau das Holz raus. Ja, Stroh auch. Ja, aber Stroh kriegst du mehr aus dem Baum. Wo ist denn wirklich hier die Pack Ordnung? Doch dann auch mal deinen Scheiß da rein jetzt. Hey, ich hab 200 Stroh reingepackt. Nee, ich mein Metall. Ab, Perfekt. Der, während der brutzelt, sollten wir uns nicht noch einen zweiten Ofen anformen? Ja, klar. Nur ich habe noch Altmetall, das kann ich auch noch da rein, das wird aufzubauen. Echt? Ja. Eigentlich habe ich alles weggeschmissen, außer das Altmetall von der Deckzeug. Hä? Aber an Ressourcen mangelt es hier gerade relativ wenig, oder? Ja, noch. Warte mal ab, bis wir an dem Punkt sind von letztem Mal. Ja, aber hey, für einen schnellen Aufbau, für einen jetzigen Aufbau reicht es doch, oder? Ja, noch. So, hier. Willi! Ja. Ich wollte jetzt ungern vor dem Fenster einen Ofen stellen. Auf der anderen Seite, neben dem anderen Ofen. Hier. Ich packe da jetzt erstmal das ganze Zeug rein, was ich jetzt gerade im Moment gar nicht brauche. Ich stelle schon mal einen Mörser her, ne? Achso, das ist die Kiste. Tu den Mörser erstmal auf den Boden, oder? Nee, warte. Hast du noch rohes Metall? Hä?
Ja, wenn du mir 12 rohes Metall geben kannst, dann kann ich uns einen Tisch bauen. Nimm da einfach hier raus. Also wir haben auch die 5 Metall, die wir brauchen, by the way, ne? Könnt ihr das auch mit Altmetall machen? Zufällig mit Altmetall machen? Was? Ne, schade, mit Altmetall kann ich das nicht. Ja, wir haben schon die 5 Barren, die wir brauchen. Ja, ja. Stellung. Oh, jetzt fehlt doch nur wieder was krass aus. 10 Leder, scheiße. Dodo, wo bist du? Meine Axt macht mehr Schaden als mein Speer. So, Leder. Und Holz. Warte, hast du jetzt das Metall schon rausgeholt? Nee, ne? Doch, doch. Digga, wie viel Holz kann man sich aus den Bäumen ziehen, Digga? Das ist ja abnormal. Also, solange die Bäume nachwachsen, haben wir hier holztechnisch kein Problem. Aber dann wiederum. Solange die Steine nachwachsen, steintechnisch auch nicht. Wo soll ich die Werkbank hinfahren? Ja, gib her. Aber nicht in den Ofen, in den Ofen kommt noch ein zweiter Ofen. Nein, ich habe mir da schon was bei gedacht jetzt hier bei dem Konstrukt, was ich hier gebaut habe. Auf der anderen Seite von der Kiste oder was? Digga. Keine Ahnung. Geht? Deutsch? Englisch? Syrisch. Syrisch? King Chang Chong, ich bin Flüchtling. War Syrisch. Jesus fucking Christ. So, jetzt kannst du hier auf den Tisch das Dingen setzen und hier haben wir die Werkbank. Den Würfel? Ja. Ja, du kannst den ja hier irgendwie. Wir können ja. Es passen ja 2 von den Teilen auf einen Tisch. Ich meine, du kannst es natürlich auch designen, indem du es dann schräg da drauf setzt, aber. 2? Watch ja, me, makes 3. Hast du mal Leder? Nö. Also, ich habe wirklich keins. So, meine Resistenz ist jetzt bei 100 noch, bei 120 noch was. Guckst. Dodo. So, alles was ich an Crafting-Ressourcen hatte, habe ich jetzt erstmal in die Werkbank gezahlt, dass man da später was craften kann. Gut. Ready? Mhm. Ist dein Game irgendwie dead? Nein. Warum kriege ich dann nichts aus dem Dodo? Weiß ich nicht. Ja. Ja, der Dodo ist auch ewig verbuggt. Tschüss. Hier drüben ist der Dodo, hier. Hey, ist nicht mal ein Dodo. Hier ist kein Dodo, hör auf den Boden zu schlagen. Irgendwo hier ist ein Dodo. Siehst du hier ein Dodo? Nein. Und, ich töte jetzt mit Ceratops. Oh.
Du willst sterben, ne? Wenn wir hier unten eine Viehwaffe mal leicht töten kann. Unser Kanu. Der Para, den ich nicht töten möchte eigentlich, weil es unser erstes Vieh sein könnte. Ne. Ich habe alles hier auf der Insel ausgelöscht. Wollen wir zur toten Insel? Ja, können wir es gleich machen. Nur gucken, wie es auf der Insel ist. Ja, tot halt, ne? Schaut tot aus. Haha, Tiflo! Gut. Zwickst du meine Axt auszupacken? Gut. Was ein Todeswunsch. Warum höre ich Kampfmusik? Wir haben Diflo getötet. Oh, schönes Dach. Oh. Hä? So! Der letzte Mörder! Ah, guckst du. Einfach eine Sache. So, jetzt habe ich mir auch Handschuhe ja, komm, angemacht. Dann gehen wir mal runter. Ich habe kurz ein Spielchen machen. Ich habe mir Handschuhe gemacht. Jetzt kann ich auch richtig tief reinlangen. Dann lass mal runter zum Kanu. Oh, du willst es im Kanu machen? Oh, das kriegt ja, also ich gehe hier runter zum Kanu, nur hier auf der Seite. Meinst du einfach einen Jump ins Wasser? Ja, kommst, kannst du herkommen. Ich zeig's dir. Du bist ein richtiger Wikinger. Ich mach den ein richtiger Wikinger. Nexus, ich bin ein richtiger Wikinger. Ich mach den MLG. Wow. Hui. Okay. Und ich sitze hinten. Tja, die Frauen immer am Steuer, war ja klar. Ne, ich sitze hinten am Steuer beim Kanu. Roll, roll, roll your boat gently down the stream. Hast du nicht immer Street gesagt? Ja. Weil du es witziger fandest, wenn man weil du ein komischer Typ hier hingeschickt hat. War das ein Mac oder was? Ja, ja. Bin zu fast für den. Row, row, row your canoe gently down the water. Aber hä? Weil uns ein komischer Typ hier hingeschickt hat. Also auf der Insel wird nichts Besonderes markiert, das kann ich dir sagen. Vielleicht finden wir ja wieder so eine Rune, so eine rote. Jetzt kommt, ist das ein Diflo? Nee, das ist ein Spino. Meine ich ja. Bin da. Bist du sicher, dass du dahin willst? Wir gehen links an Land. Aber gut zu wissen, dass es hier in der Nähe Spinos gibt. Jan wird sich freuen. Das ist ein Frosch! Beelzebub!
Na, der Spino, der macht grad. Alter, was geht mit der Sicht ab? Digga, ich mag die Atmosphäre ja gar nicht. Jetzt kommt so ein Mega-Objekt. Ascherbig-Pilz, Aquatic-Pilz, Auric-Pilz, Agiravic-Pilz, what the fuck? Bruder, ich werd richtiger Gärtner, ich sage dir. Letztes Mal war ich Bauer, diesmal werd ich Gärtner. Ich werd Pilzhändler. So. Wie gesagt, ich hatte jetzt keinen Bock. Verstehst du nicht, ich werd Pilzhändler. Oh, das ist ein Sumpf. Ah, Diplo! 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 Ja. Tilo! Diplo mit Tilo! Hey, yo, hier ist ein Sumpf! Ja, tote Insel zurecht! Riesenschlange! Ja, Riesenschlange. Ja, das ist eine ganz normale Titanobohr, du Otto. Und noch ja, eine. Noch eine. Nichts gut. Gift ist nichts gut. Diplo. Diplo. Wir sind mehr rumgekommen als in den ersten 20 Folgen von Staffel 2. Alter, guck dir mal den Baum hier vor mir an. Da, guck mal, da sind riesige Seerosen. Wollen wir runter? Eigentlich nicht, aber... Warte, hier drüben geht's runter. Ist gesprungen? Ja. Hier liegt ein toter Stego. Beelzebuf, hallo. Da ist noch ein Spiel. Mensch, das Wasser ist giftig. Da ist noch ein Spiel und da hinten ist ein rotes Ding. Hinter dem Spieler? Mhm. Leben da, dafür riskieren. Da ist so ein Haus, das ist ein Haus. Oh fuck, aber der Spino läuft da gerade hin. Piranha! Digga, das hält mehr aus wie dieser scheiß Krokodil. Wieso haben wir nicht einfach die Brücke genommen? Ah, Hilfe! Ich hab einen Blutegel am Kopf! Perfekt. Also Fakt ist, wir kommen in keins dieser Häuser rein. Freddy, hilf mal. Nimm mal den Blutegel von mir ab hier. Hinter dir! Bitte! Spezies X Pflanzensamen. Ich hab auch einen. So, jetzt ist er weg. Bruno. Wollen wir uns wieder verpissen? Hier ist gefährlich. Ja, der Spino kommt näher. Hast du das Ding gesammelt? Noch so eins! Noch ein Blutegel. Ja, komm her, ich mach deinen ab, du machst meinen ab. Ja, lass ich mal an Land gehen. Weg vom Spino. Wieso höre ich Kampfmusik?